Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, letztes Mal, lol. Erstmal die Konsole aus den geöffnet. Das ist auch nochmal oldschool. Aber voll cool eigentlich. Könnte man gefühlt voll viel anstellen. Oder typisch wie San Andreas Cheats eingeben. So, warte mal. Wir wollen zuerst das hier holen. Ich habe das Gefühl, hier ist. Sind hier die Viecher? Schon wieder so hohes Gras. Oh no. Die sind hier. Okay, mit dem MG. Das ist eine Falle. Das ist so eine Falle. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Von hier wahrscheinlich nicht. Aber gehen wir mal runter. Und los. Nanovision aktiviert. Ich traue dir nicht. Okay, lucky. So, dann gucken wir mal. Ich lasse es jetzt so. Wir sparen auf 3 Stück und dann holen wir uns das Ding hier. Solange werden wir die hier leveln. Bleiben dann eh von Gegnern 100 Sekunden getarnt. Simpel. Absolviere Schaden. Okay, wir müssen also die Turrets tanken mit Absicht. Okay. 360 und gib ihm. Jetzt wird's gruselig. Gefällt. Wie so Fehlfunktion? Was zur Hölle passiert hier? Oh no. Wieso geht nicht? Psycho, irgendwas stört mein Hold. Ich versuche es zu reparieren. Nanosid-Störsinn entdeckt. Finden und deaktivieren sie ihn. Mit dem hohen Gras und den Stalkern. Genau. Keine Markierung. Ich wette, hier ist irgendwo schon direkt ein, wer ist das? Ein Upgrade, weil es gibt pro Level, oder ja, es gibt ja nur 7 Level, aber pro Level gibt es immer so 3 bis 4, 5, die man finden kann. In manchen mehr, in manchen weniger. Davor haben wir alle gefunden, habe ich gesehen. Und in denen gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Das ist echt crazy. Alter, na gut. Ich glaube, solange ich aber die MG habe, sollte es schon gut gehen. Und Nahkampf ist doch schlau, ne? Und zwar gegen die Seth. Deswegen ist es nicht schlecht. Mehr Nahkampfschutz, aber weniger Patronenschutz. Ich glaube, das ist sogar wichtiger. Weil solange ich trotzdem von Patronen geschützt bin, ist ja in Ordnung. Oh, ich hasse euch. Oh Gott, hat mir erschrocken. Junge, Adrenalin. Alter. Meine Stimme kratzt so hart. Lei, komm hier. Ihr Wichser. Ich höre euch. Wo seid ihr? Also richtig, oh Gott. Richtig hören kann man nicht. Einfach mal hinschießen, vielleicht kommen die. Anscheinend nicht. Nachladen. Alter, Adrenalin. Ich nehme noch einen Schluck. Nee, es geht gar nicht. Meine arme Stimme, ey. Junge. Dann. Alle Lebensformen werden terminiert. Boah. Okay, 3, 2, 1. Okay, wir müssen den Störsender finden. Wo ist er denn? Das ist hier die Frage. Okay, schnell rüberrennen auf den nächsten Zug. Noch mehr? Boah. Wo ist der? Da hinten, ne? Oder? Strom? Ja, jetzt bräuchte ich ein Weitvisier eigentlich. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal mehrmals rumrennen. Junge, du Backflip. Oh, Herr, na, gefällt mir nicht. Piss dich! Mir gefällt das nicht.
Ballern. Munition wird leer. Oh Gott. Oh, das war dumm. Dauert 10 Jahre, bis er mal wieder sich aufreppelt. Ja, ne, wir dürfen keine Zeit verlieren. Lauf. Mein Gott. Aua. Ihr Wichser. Wie viele? Boah. Wir müssen weg. Zum nächsten Zug, oder was? Oh. Die kommen unendlich. Nee, nee, ich muss mich zusammenreißen. Ich muss hier weg. Die sind überall. Oh, piss dich. Ich merke die kritische Gefahr. Ne, ich kann da nicht rauf. Wo ist der Störsender? Oh! Mein Gott. Ich hab es. Ich hab es, ich hab es. Hörst du mich, Prophet? Ich sehe den Feind nicht. Aber im Gras bewegt sich was. Noch habe ich eine sichere Position, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich überrannt werde. Verstanden. Ich komme zu dir und verschaff dir etwas Luft. Schnell, schnell, schnell. Ich muss trotzdem dahin. Unfallversorgung in Sektoren 2, Delta 1 bis 5 erforderlich. Alle keine Munition. Doch. Schnell. Oh, instant nachgeladen. Das ist wichtig. K-Volt. Ja, die MG hat nicht so heavy geballert, wie ich dachte eigentlich. Ich nehme mal die K-Volt. Oh, keine Muni. Switch, switch, switch. Da bleiben wir. Wir müssen auch wieder zurück. Wir müssen gucken, ob da ein Upgrade ist. Wenn wir das jetzt verpassen, haben wir die Chance verpasst, das zu finden. Jetzt können wir natürlich sagen, scheiß auf... Ihr kleinen Wichser. Nano-Mission aktiviert. Junge! Ja, die MG hat sehr große Schwächen in dem Spiel, wenn man solche Gegner hat, definitiv. Okay, weiter. Wir müssen uns beeilen. Nano-Vision aktiviert. Okay. Haben wir. Beeilung. Das war dumm. Nichts? Gar nichts. Okay. Renn, 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 Junge. Gar nichts. Weiter. Scan, scan, scan. Nichts. Weiter.
Mein Gott, ist das ein bisschen stressig hier. Anscheinend ist hier nichts. Oh, Junge. Da bin ich mir aber irgendwie nicht sicher. Kodierung umgehen? Gefahrenstufe ist jetzt Psycho. Ja, Junge, dieses Gebiet ist scheiße. Kann ich wieder in die Stadt zurück, wo keine Viecher waren? Das war so viel angenehmer. Oder wie im ersten Teil. Schöner Ausflug. Nur Gegner, Menschen. Boah. Upgrade. Ja, ich hack hier mal. Ja. Weiter. Geht doch. Ach, ein L-Tag. Das wollte ich gar nicht. Das ist schlecht. Dann. Ich glaube, wir müssen... Oh, ist das schwer. Also erstmal. Actual hier Romeo 1. Fluchtweg Bravo ist geplatzt. Was jetzt? Keine Alternative. Oh, das frisst. Ich will nicht mit Ihnen reden. Schnauze. Und ich will ja nicht damit. Ich muss ein MG. Ich will Claire. Ah, das ist AGW. Was zum Teufel soll das heißen? Was ist mit Ihrem Plan B? Welcher Plan B? Okay, also da ist ein Tunnel. Sie denken zur Broad Street. Oh no. Und Sie sind sich ganz sicher, Schätzchen? Nanovision aktiviert. Mein Gott. Warnung. Alle Mitarbeiter in Sektor 2 Delta 3 umgehend evakuieren. Viele noch. Reinigungsteams sind unterwegs. Okay, unterwegs. Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal wechseln. Munition. Weil die Scar war doch nicht so geil dagegen. Aber ich glaube, so sollte ich auf jeden Fall das betrachten. Eins für kleine Gegner mit hoher Munitionszahl für Schleichen. Oh no. Warte auf mich, ich bin slow. Noch ist gut. Ah, das ist ja wieder mal großartig. Typisch Zentrale. Typisch Zentrale. Ich kann den Tunnel nicht öffnen. Und nun? Nicht, aber ich. Komm schon. Let's go mit deiner Sniper. Alter, es dauert. Die laufen nur uns vorbei. Kritische Gefahr. Noch. Anhaltende Rebellenaktivität in Sektor 2, Delta 6. Scheiße. Gib ihm einen Schubs. Achso. Ey, die Waffe! Nein! Psycho! Meine Waffe! Der Zug ist voll mit hochexplosivem Material! Ja. Oh no. Oh ja. Das ist ein Plan. Ja. Das ist nicht gut. Entschuldige, Bastarde. Oh, Alter. Heilige Mutter. Oh, ist das laut?
Oh, das ist schlecht. Ich hoffe, sein Bein klemmt nicht. Komm schon! Okay, gut, das ist gut. Alter. Alter. Das muss alles eingestürzt sein. Die eine Stelle war so laut mit dem Zug oder Waggon. Alter Schwede, meine Ohren. Aber so random, einfach so Double Volume auf einmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das war perfekt. Ich hab so einen Anzug rasiert, ja. Ja. Lass mich raten, wir kommen jetzt zum Alpha, oder was? Wir haben ihn gefunden. Scheiße. Edge of Tomorrow, der Alpha. Lol. Synergie oder was? Baby, hier ist dein Lieblingssoldat. Öffne uns ein Fenster zum Versteck. Wir sind in 10 Minuten da. Romeo 1 hier, Romeo Actual. Halten Sie sich an das Funkprotokoll. Und jetzt bringen Sie die Hardware nach Hause. Over and out. Gehen wir. Korinthenkacker. Sie ist echt okay, wenn man sie näher kennt. Kein Wort von den Visionen. Okay. Mal gucken, Psycho, wie weit. Warum bezeichnet sie mich als Hardware? Ah, weiß er selber noch nicht. Hören Sie. Solange Cell die Energie kontrolliert, kontrollieren sie auch uns. Genau wie Sklaven. Cells goldene Gans ist im Zuckerman Energienexus in der Nähe der Broad Street Station. Sie nennen sie System X. Dieser Überrest der SEV-Technologie ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau. Nichts in der militärisch-industriellen Welt von Cell wird besser bewacht als dieser Komplex. Wenn Cell eine Achillesferse hat, das ist sie. Wie alle wissen, wurde mir angesichts der schweren Verluste in den letzten Monaten das operative Kommando übertragen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Cell ist überall. Es heißt jetzt oder nie. Wir bringen Cell heute zu Fall oder sterben dabei. Okay, dann haben wir das zweite Level geschafft, oder das erste. Wobei, das erste war ja Tutorial. Also nächstes Level, mal gucken. Die Wurzeln allen Übels, okay. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Cell ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Du verstehst schon. Ja, viele haben wir nicht mehr, ne? Hallo, Schatz. Warte kurz, Michael. Ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Cell behagt uns mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Bringen Sie uns wieder online. Los! Verdammt! Claire! Wir starten das Signal mit Reflektoren. Das ist mir egal. Wir müssen wieder online gehen. Claire! Gott. Michael. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren, als... Was zum... Oh nein. Nein, nein. Claire, das ist Prophet. Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Mods an, Michael. Ist er ein Seth? Cell? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen... Mutanten? Hey, ganz ruhig. Das ist nicht nur ein Anzug, Michael. Claire. Wer ist das denn? Claire. Wir sind jetzt 5 Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das ist rasch. Eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen jemanden, der das auch schafft. Major okay. Lawrence Barnes. Prophet. Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Rasch, ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Self. Synthetisch. Unglaublich.
Ich kann sie nicht auswerten. Oh, kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Claire hat recht, wissen okay. Sie, was das Risiko angeht. So viel Macht, aber instabil und stur, aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht? Ich brief ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Cell den Rest. Die Lage ist weitaus schlimmer, als Sie denken. Ich habe Visionen, Einblicke in... Wir tragen den Kampf zu Cell, schalten diesen Energienexus ab und beenden diese Farce. Sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Ist das Absicht? Das wäre ja sehr passend. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit. Okay? Alles klar. Legen Let's wir los. Go. Holy shit. Pass auf dich auf, Michael. Tu ich doch immer. Gehen wir. Gut, kann ich jetzt mal eine Sniper finden? Ich glaube, in dem Spiel ist das sogar sehr, sehr gut. Wobei, ich habe ja den Bogen, ne? Also ist so ein bisschen, Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Wenigstens hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Romeo 1, Ihr Mikro ist noch offen. Aha, nice. Ups. Ich muss gucken, ob die Pfeile wirklich one-shotten, sogar die Seth-Dinger da. Wenn ja, muss ich eigentlich nutzen. Da ist der. Der vierte Hydro-Damm. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Boah. Cell hat seine Kräfte auf die Kraftwerke verteilt. Ist deine Entscheidung. Wait, ich will gucken, was da oben ist. Geht nicht. Nee. Alter, ist er schon so schnell durch? Ja, Junge. Ich will mich jetzt umgucken, dass ich nichts übersehe. Und der Typ sprintet hier durch. Der Nachteil an Sammelgegenständen statt Kills. Tarnfeld aktiviert. Oh. Da war jemand, oder? Und dort ist Cells Energienexus. System X. Jo. Wenn wir den Damm abschalten, sind Cells Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm? Wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben. Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Ja, Fragen über Fragen. Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihnen trauen? Und was sollt ihr Ausraster wegen meines Anzugs? Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum, ich frag nicht nach. Ich weiß nur, nice. Ihr Team hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. Okay, schon mal etwas Positives. Schalldämpfer. Ah, die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Oh, hell no. Na gut. Der Nachteil ist, ich hätte echt gerne... Schade. Brauchst du Hilfe? Nein. Verpiss dich. Ja, ein paar Verbesserungen. Die sind immer schon nice zu haben, ne? Okay, dadurch. Okay, ja, das wird gefährlich. Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Okay. Gigi. Oh ne, jetzt sind wir ganz unten. Schön in der Höhle, ne? Nanovision aktiviert. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ey, schon wieder so ein Müll von wegen von allen Seiten die Viecher wetten.
Abwehrgeschütz. Oh, das gefällt mir nicht. Nanovision aktiviert. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht, Junge. Immer noch nicht. Okay, wir müssen da lang. Gibt nur einen Weg. Und... Bibi. Tarnfeld aktiviert. Ui. Junge, überall sind sie. Das ist ja crazy. Ja, ich glaube manchmal sneaken besser, statt zu fighten. Der Sinn des Lebens. Okay, pass auf, dann, versuchen wir mal 1:1 die zu holen. Mit Pfeilen durchbohrt, ist es ein Erfolg oder was? Okay. Und der letzte kommt. Ah, nee, die sehe ich nicht. So, neu markieren. Da hinten ist einer. Wir müssen kurz weg. Einmal regenerieren. Jo, geht auf jeden Fall schneller mit dem Upgrade. Da hinten. Oh, es wird ein bisschen heavy. Schaffe ich das? Mein Gott, hat das eine Durchschlagskraft. Junge. Ey, Musik. Nicht wieder wie in den letzten Teilen. Muss mal ein bisschen chillen. Ja, so ist schon besser. Okay. Markieren wir alle Pfeile. Wir brauchen sie wieder. So, markieren wir noch hier einen. Da kommt die Verstärkung. Die kommen alle langsam hin. Dann warten wir. Die Beute kann ruhig zu uns kommen. Müssen wir uns nicht so doll anstrengen. Leider können wir nur noch 2 Schüsse machen. Das heißt, den Rest müssen wir mit der Scar killen. Jawohl. So, na komm. Außer ich gehe natürlich runter. Ich glaube, das mache ich auch wahrscheinlich. Weiter den Bogen nutzen. Wie typisch sind? Ne, warte mal. Und... Wunderschön. Nee, zu früh. Gehen wir hier lang. So, Ablenkung. Vielleicht klappt das, wollte ich gerade sagen, aber anscheinend nicht. Keine Muni. No. Okay. Dann den hier. Ich brauche ein anderes Visier. Selbst wenn das scheiße ist. Hat funktioniert. Oh, das Visier ist so beschissen. Alter, guck mal, wie empfindlich es ist. Ich versuche ganz Millimeter zu gehen. Da geht so richtig viel. Das ist echt schlecht optimiert. Einer weniger. Come on. Mein Gott, wie viel hältst du denn aus? Maximale Panzerung. So. Wieder unsichtbar machen. Neu markieren. Oh. What the? Ja, ohne Scheiß. Ah. Oh, oh. Das war nicht schön, du Pisser. Noch mehr, Leute. Du bist so ein Bastard, wie du perfekt wirfst. Schießt du mir auf die Eier, Junge.
Lass mich markieren, Junge. So, come on. Jetzt aber. Nachholen. Nanovision aktiviert. Overwatch, ich brauche Verstärkung. Meine Jungs sind alle tot. Ja! Wie viel hältst du denn aus? Eieiei. Die Entfernung ist echt heavy mit den Waffen. Also der Bogen ist schon echt ein wahres Wunder, muss man sagen. Maximale Panzerung. Nice. Okay, holen wir uns die Pfeile. Die brauchen wir. Müssen wir mal manuell nehmen. Jawohl. Ups, falsche Taste, mal wieder. So, kurz noch hier hin. Noch einer. Ja, so die Scarab ist so ein bisschen, sag ich mal so, ne? Weil viel zu wenig Schaden für die Gegner. Oh, ich vermisse so hart Liegen, ne? Liegen war so gut, das Feature in dem ersten Teil. Ach man, es ist so schade, das Spiel immer wegnehmen, was eigentlich sozusagen Standard drin sein sollte. Jeder Mensch kann liegen, verdammt nochmal. Leaning eigentlich auch ein bisschen, aber Leaning kann ich mehr verstehen als liegen. Mein Gott, fliegt er. Ist er angekettet? Jo. 5 von 10. Okay. Da ist ein Pfeil. Ein Gegner. Noch ein Pfeil. Oh, neue Waffe. Typhon. Multiprojektivwaffe verfügt über 10 separate Kammern. Jede Kammer enthält 72 Schuss nach einer Einsatz. Alle Kammern, Munition, 4 mm Hülsen. Feuerrate voll. Schaden. Holy. Reichweite Shit. Also eine Shotgun oder so ein Mini-MP für Nahkampf. Da haben wir doch unsere Waffe. Sehr gut. Hier haben wir die Jackal, pass auf. Gute Idee. Machen wir so. Schmeißen das Ding hier weg. Hat er wieder die Grendel genommen? Ach du kleiner Pisser. Lassen wir so. Switchen wir das hier. So. Aha. Präzision plus 1. Ja, müssen wir gucken. Bin mal gespannt, wie sich das spielt. Haben wir. So, Freund der Sonne. Zeig mal die Waffe her. Neue Waffe freigeschaltet. 720. Sehr schön. Oh, was ist das? Mein Gott. Eieiei, das ist hier ein bisschen eng. Okay, jetzt gehen wir voran. Aber ich merke ja, glaube ich, schon echt, dass wir... Ist das ein Sniper? Sniper, wir holen sie. Sniper plus die Waffe, die ich habe, bin ich zufrieden. Aber andererseits, Junge, eigentlich haben wir den Bogen. Wisst ihr, wie ich meine? Man muss echt schlau jetzt überlegen, welche Waffen man nimmt. Ah, fuck, ey. Schaden fast voll. Zwei weniger nur. Wie viel Muni hat sie? Ich könnte theoretisch als Sturmgewehr benutzen. Einzelschuss Sturmgewehr mit dem einen Mod sogar vielleicht. Wie komme ich da hoch jetzt, ist die Frage. Andere Seite wahrscheinlich. Ganz genau. So, hopp. Und wo? Wie? Wann? Junge, ihr seid heavy mit eurem Blick, ey, Junge. Egal, was man macht, ey, ihr hört einen. Ganz ruhig, da ist nichts. Wollte gerade sagen. So, Sniperino, geh mal her. Snipervisier. Ach, du Pisser. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Der Schalli, ey. Also, Idee. Wie viel Muni kann man haben? Alter, haben die so doll... Never. Haben die so doll genervt. Nur 12 Schuss. Holy. Ja, ich weiß nicht.
Also dadurch, dass man nur noch 12 Schuss hat, nicht mal mehr 18 für Nachladen, bin ich echt abgeneigt von der Waffe. Das ist ziemlich schlecht. Also dann nehme ich lieber die Grendel. Ich glaube, ich versuche nochmal ein bisschen. Ich schieße ein bisschen damit rum. Fürs Gefühl. Und dann, ja, Switch würde ich sagen. Das ist sonst nicht gut genug. Also gar nicht. Damit kann ich vielleicht 12 Gegner im besten Fall holen und dann ist schon vorbei. Nee. Das reicht nicht für solche Situationen. Hier ist einer. Holen wir jetzt den Sneaky. Oh, die werden mich sehen. Ich hab ihn nicht. Ich glaube nicht. Wo sind die ganzen Pfeile? Da hinten habe ich wieder einen vergessen. Ah, wenn man zu weit weg geht, verschwinden die Markierungen. Gut zu wissen. Ich brauche mal einen Pfeil. Jeden einzelnen, den ich gehen kann. Oh, okay, okay. Extra Animation. Keine weiteren Pfeile vergessen. Nee. Also auf jeden Fall anderes Feeling als der zweite Teil, mal wieder. Also jedes Spiel hat sein Feeling. Und natürlich Locations, ist ja klar. Boah, okay, da hinten ist was. Da ist was. Wieder mehr Leute. Da kommt einer angerannt. Warte, hä? Subjekt getroffen. Nanosuit-Entität im Sicherheitsbereich. Sofortige Terminierung erfolgt. Oh. Yep, das sagt mir. Nee, das mach ich später. Mann, ist das nice. Kannst du mal da treffen? Easy. Sehr schön. Komm, lass mich durch. Hör auf zu rutschen. Oh nein. Gefühlt ist leichter, wenn die dich sehen. The fuck? Okay, dann haben wir das ja, ne? Gut. Wir müssen nach da oben. Ich möchte einmal nochmal nach da hinten gehen. Schade, ich vermisse ein bisschen, dass man mehr Energie hat, wie im letzten Teil. Ich wette, es gibt sogar einen Mod bestimmt, der unendlich Muni macht. Muni macht. Unendlich Energie macht. Dann bist du der Super Warrior. Neue Animation. Gefällt mir. Du kleiner Bastard. Warte, wie viel Damage fehlt uns noch? Oh, genügend. 100 Sekunden habe ich auch noch nicht erfüllt. Bleib in der Nähe. Ein Stück, nee. Jetzt ist da hinten wieder einer. Junge, ich sag euch, die haben echt das da reinprogrammiert, dass man sich beeilen muss. Come on. Sehr gut, das verteidige ich jetzt uns. Blacktail Overside gesehen, Prophet im Quadrant Delta 6. Ich wiederhole, Delta 6 schickt ein Eingreifteam over. Ja, gefährlich hier. Irgendwie spotten die dich instant. Falscher Alarm, never. Munition her? Alter, ne. Oh fuck, Junge, hat mich erschrocken. Doch, jetzt habe ich mehr. Davor gab es nicht genug Muni für alles. Okay, dann lohnt sich das wieder. Doch, 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 Witzi. Ich brauche nur Geduld.
Okay, Stück für Stück. Der Stealthoria, simpel. Nee, das geht nicht. Ich hab doch Granaten, ne? So, schon besser. Jetzt die Frage, müssen wir hier hin oder müssen wir auf die andere Seite? Das ist so beschissen, man kann das halt... Oh, nicht erkennen. Alter, Resident Evil Shit. Hell no. Oh ne. Leute, das hier müssen wir im nächsten Part auf. Alter, wenn ich das... Wenn mich das erwischt, wahrscheinlich One-Shot. Okay. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.